Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Heaven. In der letzten Folge haben wir eigentlich mehr gegrindet, weil wir haben jetzt 20.000 hier auf unserem Kontoschen liegen. Und wir werden in dieser Folge die paar Flughäfen hier um... Holy shit! What? Ich hab's kleiner erwartet. Wie ging drehen? R. Nee, das wird schon irgendwie funktionieren. Holy Macaroni. Bedeutet, wir müssen hier die Landebahn und hier die Startbahn hinsetzen. Hoch. Jetzt müssen wir ein bisschen umdesignen. Weil das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die so riesig ist. No, auf der Seite sind wir kürzer. Shit. Dann müssen wir es von der Seite doppelt machen. So. Dann brauchen wir natürlich die Abfahrten. Alter, what the fuck? Oh, ich darf nicht das Geld übersehen. Ne? Am Ende kann ich mir nichts mehr leisten. Warte mal, in welche Richtung geht denn das immer? Normalerweise geht es nach innen und dann fliegt es raus. Bedeutet... Fuck mal, welches war jetzt? Welches Flugfeld? Du bist... Ankunft. Dann bist du Abflug. Und das bedeutet... Alter, complicated hier. Ich darf hier nichts platzieren, das ist noch ekliger. Jetzt waren wir wieder super schlau. Oh, Gottes Willen. Ich hätte gern mindestens zwei gleichzeitig hier zur Verfügung stehen. Ich werde nochmal eine Abfahrt nach da bauen. Oh, fuck. Polygone dürfen sich nicht überkreuzen. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Warte mal, wir haben doch eine Bank, ne? Kann das sein? Neue... Nee, nicht jetzt. Kredit von 10.000 über 10 Tage annehmen. Gottes Willen. Das nur, weil ich eine neue Rennstrecke haben will. Teerbahn. Polygone dürfen sie nicht überkreuzen. Ach, leck mich doch. Was will der von mir? Da überkreuzt kein Polygon. Mann, das schaut doch kacke aus. Aber ich glaube, fürs erste Fliegen wird das schon funktionieren. Und dann... Also wenn die jetzt nicht ordentlich Kohle machen, ne, dann bin ich sauer. Das Ding ist schweineteuer. So. Und der Frachthafen kriegt... Ja, ich kann noch... Ein Vorfeldservice braucht er auf jeden Fall. Ja, connected. Frachtterminal kriegst du das untere, genauso wie das Treibstofflager das untere. Dort ist dasselbe, Vorfeld hier. Treibstofflager das obere und das Frachtterminal das obere. So. Ah, genau, genau. Totally verwirrt. Welche Richtung fliegt? Die fliegen nach da, okay. Wie viel hat mich da eine Piste gekostet? Ein Tausender. Ich baue jetzt da noch eine Piste nochmal hin, weil... Was soll der Geiz?
Ja, oh Mann! Kann ich den bewegen? Move. So. Ach, fuck you! Oh. So. Nochmal. Ja, unbedingt davon will ich jetzt nicht nochmal eine neue. Das war eh schön teuer. So. Und ihr seid beide Ankunft. Holy shit. Also wenn es nicht funktioniert, dann bin ich pissed. Warte mal, ich will dich jetzt auch mal umdesignen. Und die hier auch bewegen. Ist ein bisschen bescheuert, aber hey, bescheuert ist mein Name, wie es scheint. So. So. So, weil dann können die sich hier verteilen und das ist beides jetzt Abflug. Abflug, Abflug. Du bist auch an... Okay, also ich wäre, glaube ich, ready. Wir müssen nur einen neuen Vertrag mal aushandeln. Einen flexiblen hier, der in der Mittagspause 10.000 liefert. So um 13 Uhr, zack. Der schaut gut aus. Ich tue jetzt nochmal mit einem neuen Sofortvertrag arbeiten und mir... dort für 8.000 was einkaufen. So. Alter, das könnte so unangenehm werden, ich sag's euch. Wenn das jetzt nicht aufgeht, war das die teuerste Geldverschwendung ever. Ich hoffe, dass das funktioniert, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt damit die neuen Flugzeuge kriegen, wäre das natürlich mega. Oder ob ich jetzt einfach viel zu weit vorne bin von der Zeit her. Das wäre dann zum Kotzen. Das wäre dann zum Kotzen. Oh, wir sind im Minus. Das ist schon mal eine uncoole Sache. Das ist schon mal eine sehr, sehr uncoole Sache. Das ist 11 und 12. Ah, die haben auch alle Nummern. Ja. Jolo, die Nummern werden ja sogar angepasst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Ja, unser Geld geht gerade ins Minus, wie sonst noch was. Jetzt ist Mitternacht, glaube ich, ne? Oh Gott. Wir haben echt ein Schuldenproblem bald. Ein richtig großes Schuldenproblem. Ja. 62.000 haben wir ausgegeben, 53.000 haben wir eingenommen. Also mit einem 1000er Kredit, sonst wären es kommerziell. Hm. Handy von Flugzeugen, kommerziell, was auch immer kommerziell heißt. New contracts are available. Holy shitballs. Also es geht alles auch um die alten Flugzeuge, kann es sein? Also ich sehe jetzt eigentlich keins, wo es darum geht, dass es große Flugzeuge sind. Guck mal, ich kann die kleinen ausblenden lassen und kann sortieren lassen. Cool. Gut zu wissen. Ich mag nur wissen, ob am nächsten Tag... Bitte, bitte, bitte. Wir gehen ins Minus. Flugverwaltung wurde erforscht. Dann Papierablage. Büroarbeit muss ja mal auch gemacht werden. Okay, Flugzeuge. Komm hier, jetzt muss... Ach, jetzt muss ich noch sortieren, oder was? Komm schon, ich will große. Ich kaufe nicht umsonst so Riesenanlagen.
hat schon einen Sinn. Achso, man sollte die Zeit auch fortsetzen, ne? Dann kommen dementsprechende Flugzeuge natürlich auch. Okay, der muss jetzt auf der großen Rollpiste landen und du auch. Vollkommener Schwachsinn eigentlich, dass die Dinger da landen. Dann haben wir den nächsten. Wir müssen jetzt erstmal aus der Schuldenkrise raus, weil das ist jetzt the biggest problem. Die scheiß Schuldenkrise hier. Das ist immer ein absoluter Horror. Ich habe erwartet, dass wir neue Flugzeuge kriegen, so richtig schön große oder sowas. Aber nein. Nichts dergleichen, nichts Großes. Nur so kleine dumme Vögelchen. Aber wenigstens funktioniert das gegenseitige Abfliegen hier gut. Das ist doch schon mal vorteilhaft. So. Ein 500er Flieger, der darf auf dem großen Feld jetzt landen. Wahrscheinlich sind dann so Mini-Flieger, die auf unseren riesigen Betonfeldern rumfliegen, Kurven. Was ist denn das für ein Schmarrn? Aber wir sind in grünen Zahlen wieder. Das ist schon mal positiv. Und jetzt kommen wir... Boah, wir zahlen so viel Scheiße. Das ist uncool. Das ist echt einfach uncool. Gibt's denn nicht irgendwo so... Und du lass mich raten. Ich brauche das eigentlich erst ab 1940. Und die Turbo-Dredgers sind ab 1950 und 1970... Und ich habe einfach voll vorgestretched. Aber schau mal, wir sind erst hier. Noch nicht mal ansatzweise hier. Ich hätte da so eine Vermutung. Oh, what? Alter, ich hasse es. Jedes Mal aufs Neue, ey. Geben wir einfach die Tanks aus. Dann kriege ich wieder Probleme mit der Flugbehörde, weil, hey, wir haben ja keine Ressourcen mehr. Wir haben ja keine Ressourcen mehr. Das heißt, ihr beide dürft jetzt wieder auf den großen Feldern landen. Die brauchen ja auch irgendwie eine Verwendung, weil ansonsten stehe ich ja richtig blöd da. Jetzt habe ich so fette Felder gebaut und ich habe kein passendes Flugzeug dafür. Das war die größte Geldverschwendung ever. Das ist ja schlimmer als der deutsche Staat. Kein Fuel mehr. Fuck. Brauche nur einen kleinen Vertrag. 6000, das würde reichen. Fracht wurde nochmal aufgefüllt. So, jetzt aber. Jetzt kann es losgehen wieder mit der Tankerei. Dafür kriege ich jetzt wieder keine Flugzeuge extra. Das ist so unnötig. Weiter, 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 weiter. Verwerfen wir mal. Wenn sie nicht anders wollt, dann verwerfen wir halt. Alter, das ist doch... Schaut euch das an. Komplett unverwendete Teerfelder. Wer baut sowas? Ich. Sieh dir so ein blödes kleines Flugzeug. Ich hätte jetzt so gedacht, das bringt mir so einen Vorteil. Weil ich dann größere Felder habe und halt dementsprechend die anderen Flugzeuge aufnehmen kann. Aber die gibt es noch gar nicht. Express-Luftfracht, okay. Oder zahlen. Vertragstyp ist zwar extra etwas sperrig, doch die Tarife sind günstiger als die flexiblen Verträge, oder? Aha. Schauen wir mal. Bau. Teerbaurabatt, den hätte ich davor gebraucht.
Aber irgendwo hängen wir doch sicher hinterher, damit das nicht fortjumpt. Oder müssen wir das mit der Zeit machen? Vorfeld-Servicewagen, großer Vorfeld-Service-Hangar, Pumpenbetrieb. Da kommen die Lifts. Da muss doch auch irgendwo ein Fahrzeug sein zum Pushback, oder? So ein Pushback-Fahrzeug. Wie, kein Pushback? Düsentriebwerkstatt. What? Wasserausgabe, Kontrollradar, Funk- und Sicht- und Hörkontrolle. AGS Airlift M. Alter, was geht hier ab? Funkausrüstung. So, okay. Wir kommen halt mit dem Geld gerade absolut nicht in den grünen Bereich. Das ist uncool. Ich weiß auch nicht, woran es gerade liegt, dass wir einfach so schlecht dastehen. Ob das echt an der großen schwarzen Piste liegt? Jetzt kommen sie wieder rein. Oder ob ich vielleicht sogar erst Personenflieger brauche. Dass ich mir das leisten kann. Schau mal, es scheint so, als ob es noch zwei weitere Flugzeugtypen gibt danach. So schaut es auf jeden Fall hier aus. So, bei 3000, 4000. Wie viel kostet so ein blödes Flughafen, frühes Gebäude? So, dann schließen wir das mal in den Straßenverkehr an. Ich mag wissen, was das ist, was das macht. Für was der Scheiß da ist jetzt. Den neueren? Vielleicht? Ja, so. Connectors, Connectors. So. Vielleicht gibt es jetzt auch neue Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Weil das ist jetzt gleich ein Passagierhangar, oder? Oder müssen wir dafür Verträge mit Passagieren annehmen? Weil die können wir dann rein theoretisch nach da drüben lenken immer. So auf die Luxus. Linie. Das ist so Frachttransport. Mein Tank ist schon wieder leer. Das gibt's doch gar nicht. Das ist auch schon wieder leer. What? Sofortlieferung 50 und nochmal 50. Wir gehen leer. Hilfe. Scheiße. Das ist echt eine uncoole Sache. Ich würde echt gerne alles einfach umstellen. Verwerfen. Verwerfen. Ich weiß, dass wir problematisch sind, aber es wird sich ändern. Wir sind doppelt leer. Das hatte ich ja noch nie. Oh, wir sind wieder flüssig. Wir sind wieder flüssig, Jungs. Wir haben bloß wahrscheinlich Parkgebühren voll überschritten und werden damit dafür zahlen müssen. Ah. Okay, verwerfen und dann... Nee, hätte ich gerne... Ich würde doch. Hier ist doch dann der Pushback-Warten. Atlas. Schau dir das an. Nee, hier ist auch kein. Ah, das ist der Catering-Wagen jetzt. Ich jump zu schnell nach vorne, glaube ich. Das ist nicht unbedingt der Plan hier. Verbesserte Treibstoffpumpen. Elektronische Turbinen werden eingeführt. Zylinder werden abgeschafft und Bemessungen optimiert. Treibstofflagerboost. Hört sich auch nicht schlecht an. Können wir nicht eine direkte Tankverbindung ans Land machen einfach? Und schauen, dass wir so Geld machen? Also wir liegen jetzt schon wieder bei 10.000 insgesamt auf unserem Konto. Das ist ja nicht schlecht. 11.000. Und es kommen sogar noch Flieger. Also ist es ja im Grunde gar nicht dumm.
Also wäre das ja grundsätzlich gar nicht dumm. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst dabei nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpassen müsst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.